Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir sind unterwegs und suchen die lustigen magischen Artefakte, die hier irgendwo in der Gegend sein sollen. Munkelt man. Ja, dazu müssen wir erstmal rauskommen. Er hat irgendwas von dem Wald hinter Bergen erzählt. Waren wir da schon? Nein. Ja, bei der Karte sieht man noch nicht viel, aber hier geht es ja nach draußen. Mhm. Deswegen laufen wir da jetzt mal hin. Und dann werden wir ja sehen, was uns hinführt. Ob es denn wirklich bei den Harpien ist. Da dürfen wir nicht vergessen zu gucken, ob unsere Fallen irgendwas bewirkt haben. Ansonsten müssen wir da nochmal scharf nachdenken. Spar dir die Tricks. Was für Tricks? Also bei langer Fisch. Was? Oh. Ach, der da oben. Der hat doch ziemlich viele komische Füße. Ich dachte, du meinst den Hecht, der da hängt. Nee. Jetzt können wir ja die Sachen hier stehlen. Sind ja gar nicht abgedeckt. Ja, was sagt das Gesundheitsamt dazu? Nichts. Nichts. Saufen! Los, Kameraden! Wir gehen saufen! Bis zum Umfallen! Wieso ist was passiert? Sie haben mir meinen Traum geklaut, diese verflixten Aasgeier. Er ist weg! Einfach futsch! Darum krakeelst du so? Jede verdammte Nacht habe ich von meiner toten Frau geträumt. Da waren wir noch nie. Aber wir können jetzt trotzdem mal bei den Harpien vorbeigucken. Um mal zu schauen, ob die Bomben weg sind. Vielleicht lassen wir auch mal welche leben und legen Bomben aus. Oh, lass das Gebiet erstmal laden. Sonst schmiert's wieder ab. Mich würde es so ein bisschen beunruhigen, wenn so ganz viele Krähen in meiner Gegend die neben mir landen. Nicht, dass dann irgendwie so, ne? Was? Der Tod nahe ist? Ach. Sicher, dass es hier zu den Harpien geht? Ein bisschen Vertrauen. Ja, stimmt. Hier geht's zu den Harpien. Oh nein. Wir waren aber wieder so fix unterwegs, dass die Welt nicht laden konnte. Ah, da glitzert's noch. Ja, vielleicht spawnen ja jetzt die, beziehungsweise. Kommen jetzt wieder Harpien. Und dann, da müsstest du Bomben legen. Naja, ich laufe dann einfach zu den hin, die schon liegen. Oder kann man sammeln die jetzt mal ein. Während dem Kampf aufnehmen? Aufnehmen? Oder ja, das wird schwierig. Oder neu stellen? Neu stellen schon. Aufnehmen theoretisch auch. Glaube ich zumindest, aber ist ja nicht angebracht, da 2 Sekunden umzufuchteln, während Harpien dir die Krallen in den Rücken schlagen. Ja, aber da ich ja hier immer Vitalität skillen möchte, sollte das kein Problem sein. Also es sind überhaupt keine neuen da. Nicht, dass du jetzt ein für alle Mal ausgerottet hast. Ach, die sind da oben. Ja, ja, was werfen wir weg? Haben wir nicht noch so eine komische Rüstung, die wir nicht brauchen? Der Unterhändler kommt weg. Also, dann liegt hier oben noch die letzte, die wir ausgelegt haben. Dann haben wir wieder alle 5.
Ja, kann auch sein, dass wir, weil unsere Fallen hier waren, also etwas von uns, haben. Dass sie deswegen nicht respawned sind. Etwas von uns. Na gut, möglich mag das sein. Aber... Naja, ich wüsste jetzt nicht, was könnten wir denn noch machen gegen die Harpien? Das hat mit den Fallen zu tun. Also sie nehmen die Fallen, fliegen in die Nester und die explodieren dann. So gemein sind die Fallen. Ist echt gemein. Bleib mal bitte kurz stehen und guck mal so nach oben links. Waren wir da schon mal? Da oben ist doch irgendwo diese Troll... Oder jedenfalls waren wir da oben und haben in den Steinbruch reingeguckt. Ja. Kann man zu diesem neckischen Türmchen da oben? Nein. Schade. Und was er hier da immer sitzt? Er lebt hier halt. Ja, warum lebt er denn so abseits? Damit er seine Ruhe hat. Naja. Ist ja ein bisschen seltsam, war er ja schon. Also, wir laufen jetzt am besten geradeaus als geradeaus. Irgendwann an so einem Zelt vorbei. Habe ich hier gesehen. Da. Ja, wunderbar. Und wie kommt man hin? Immer geradeaus und dann an dem Zelt vorbei. Nicht, dass wir noch in den Nebel laufen. Stimmt, Philippa ist ja dann nicht da, um uns zu beschützen. Ja, wobei sie öfters da patrouilliert. So, da unten müsste der Nebel sein, dann gehen wir doch hier rechts, aber dann kommen wir auch nicht. Doch. Gut. Dann gehen wir hier gleich wieder links. Nee. Nee, es kann durchkommen. Obwohl es hier so aussieht, auf der Minimap auch. Also, da gucken wir jetzt gerade direkt drauf. Ja, stimmt. Aber nee. Dann müssen wir da unten lang und dann rechts. Habe ich gesehen, das ist ein ganz kleiner Durchgang. Oh nein. Können wir in dem Nebel überleben? Ja. Auch wenn die Trauguren kommen? Bestimmt. Ah. Verrecke. Oh, die sind aber stabil. Ja, wir haben auch... Ich glaube nicht, dass wir überleben können. Vielleicht sollten wir uns erstmal daran machen, den Nebel aufzulösen. Ja, jetzt nach der Katastrophe hier sehe ich das ähnlich. Wobei da dieser Weg auch sein muss. Wir müssen jetzt nochmal schauen. Gut, hier beginnt der Nebel. Ja. Der hört so schnell auch nicht auf. Ja, dann liegt das wohl alles im Nebel. Oder wir kommen hier hinten. Nee, da kommen wir ja auch nicht raus. Guck bitte nochmal auf die Karte von Bergen. Da kann man ein bisschen reinzoomen noch. Achso, man hat die Stadtkarte nur, wenn man in der Stadt ist. Ja. Ja. Symbol des Hasses. Na, guck mal, vielleicht finden wir das Symbol des Todes eher. Ne, das ist ja noch weiter im Nebel. Langsam ist aber albern. Wir probieren mal durchzurennen. Oder mal hier geradeaus. Vielleicht kommen wir geradeaus nicht in den Nebel. Doch, doch. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ich glaube fast, es ist nicht vorgesehen, dass man hier drin rumläuft. Ja, die Bogenschützen sind tödlich. Den anderen könnten wir weglaufen, das wäre auch ganz cool.
So einen anderen Weg. So. Also, hätten wir den schwersten Schwierigkeitsgrad genommen, wären wir jetzt tot. Ja. Für immer. Ja, das macht man ja nicht beim ersten Mal. Ja, es ist ja nicht der erste Run. Ja. Aber dann muss man das Spiel schon kennen. Können wir hier vielleicht hochklettern? Das... Nee. Dass da wieder so eine Klettereinlage gibt. Nee. Gut, dann sollten wir gucken, dass wir hier diesen Nebel loswerden. Ja, aber das Symbol des Todes liegt auch im... Wir gehen dann auch nochmal... Wir könnten ja nochmal mit der Zauberin reden. Oder nicht? So, hier war das Schiff. Da ging dann auch in den Nebel. Was sind das da unten für eine interessante Anzeige? Mit dem Täubchen und dem Soldaten? Ich weiß nicht. Ach, das ist der Zoom-Faktor. Ah, okay. Gut, hier gibt es kein Durchkommen, dann gehen wir einfach zurück. Ah, schau mal. Ich zeige jetzt hier drauf, wenn man da reinginge, könnte man da rauskommen. Womöglich. Dann suchen wir jetzt das zweite Tor der Stadt. Ort der Macht nicht einmal benutzt. Beziehungsweise die Verbesserung des Ortes der Macht. Doch, als wir gestorben sind, zweimal. Da hatten wir noch den Ort der Macht. Ja, aber hast du ja nicht benutzt. Na, eine gewisse Philippa. So, hier ist doch. Tor. Sag ich doch. Es läuft. Allerdings läuft so falsch, wenn ich mich nicht täusche. Tag, Hexer. Gut, dass du sowas immer nur sagen kannst, wenn ich die Karte aufmache, um selber zu gucken, ob ich falsch laufe. Läufst immer noch falsch. Ja. Wir müssen ganz zu unten wieder zum Ausgang hin und dann daneben rechts neben dem Tor hochlaufen. In den Krieg, sogar in den Tod. Und was sagst du dazu? Das, was du auch schon sagtest. So geht es Armen wie Reichen. Übrigens auch andere. Da hoch. Bretter vor den Türen. Die eine Tür sieht immer noch gut aus. Jetzt mal gucken, ob man da reinkommt. Ah, Menschen. Oder ist das ein Zwerg? Ein mondgesichtiges Kind. Menschenleben, das muss ja immer wieder Dreck sein. Ja, ich will nicht sagen, ne, wer sonst hier in diesen Anderlings-Ghettos wohnt. Die Zwerge, die ziehen die Menschen dazu. Unheimlich. Ja, kommen wir jetzt auch zu einem Ort, wo wir noch nie waren. Wir können das Spiel nicht speichern, jetzt schon. Schau, hier sieht es doch gleich anders aus. Herrlich. Da sehe ich doch ein kleines Türmchen. Und Wasser, wie toll. Dann kommen wir nicht durch. Ja, wir platschen jetzt erstmal ein bisschen. Naja, absolut grandios, wie du hier die Rollenspiel-Gene auslebst. Blätter der weißen Myrte. Die haben wir in Teil 1 in Nacht 1 gesucht. Ja, kann durchaus sein. Das dampft hier aber ganz schön.
schönes Eckchen hier. Ja, wir duschen jetzt hier von der heißen Quelle. Nee, doch nicht. Die Steine sind zu glitschig. Kommen wir nicht ganz ran. Ach, und wenn das erstmal alles frei erkundbar ist mit Witcher 3. Also ich glaube auch, wenn die da nicht grandios was versemmeln, wird das ganz, ganz großes Ding. Da sieht's gefährlich aus. Was ist das für eine Anzeige? Die haben wir jetzt geskillt. Was macht die? Da lesen wir gleich nochmal nach. Also Menschen töten wir besser als Monster. Das ist, glaube ich, unsere Energie, beziehungsweise Adrenalin. Weil Energie ist ja unser Mana, in Anführungsstrichen. Und das haben wir hiermit geskillt. Wie bei, naja, voller, ja. Achso. Finale Hiebe gegen mehrere Gegner. Okay. Ich weiß auch noch nicht, wie sehr sich das auswirken wird. Also finale Hiebe klingt aber ziemlich endgültig. Ja, das ist dann wirklich, das ist dieser Finishing Move aus Teil 1, wo wir dann manchmal Köpfe abgetrennt haben, jemanden das Schwert in den Rücken gestoßen. Und all so andere Nettigkeiten. Das Schwert nehmen wir nicht mit, dann sind wir überlastet. Und dann schauen wir mal, wo die herkamen. Wir sind ja jetzt hier wieder beim Wasser. Auf der anderen... Ja. Die hätte ich hier nicht erwartet. So. Und wir kämpfen jetzt halt mit dem falschen Schwert. Aber dafür brauchen wir mehr Hiebe, um unsere Energie anzuzeigen. Und das Aufladen funktioniert aber mit beiden Schwertern. Scheint so, ja. Wir haben ja den Schwertkampf geskillt, nicht den. Das war hier abgelenkt. Oh nein, Necker. Das sind aber ganz schön viele Necker. Aber sie sind verschwunden. Scheiße. Unsere Verbündeten im Kampf gegen den Necker zu töten. Ich versohl dir den Hintern! Ich versohl dir den Hintern! Ah, diesen Schilden ist immer... Ja, das ist nervig. Aber es ist von Ferrari, das Schild. Ferrari hat ein Einhorn auf dem Schild. Ja, in dem Universum schon. Ich versohl dir den Hintern! Hier. Schon eins gesehen? Nein, aber in den Büchern gibt es eins und die können durch die Zeit reisen. Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass einer nur sowas bin. Er hält auch eine Menge aus, muss ich sagen. Ja, ich mach den billigen Angriff. Also nicht den schweren Hieb, der gegen gepanzert ist, damit uns gerade eine Lean-Leiste wächst. Ich versohl dir den Hintern! Oh, beide. Er wird einfach sterben, bevor es voll ist. Ja, wir locken ihn jetzt noch mal ein bisschen aufs offene Feld. Wir können das auch sehen, wenn wir was Cooles machen. Ich versohl dir den Hintern! Kriegt eine Meldung, dass das voll ist? Echt? Jetzt? Ja, grandios. Oh, aber wir können X drücken, um sie zu machen. Oh, aber
vermögend war er. Ja, es war auch ein Offizier. Wie man an der Helmform gesehen hat. Erzähl mir noch einmal was von Offizierhelmform. Naja, unsere Leiste sinkt jetzt wieder langsam. Deswegen gehen wir schnell raus und sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann vielleicht mal Leuten die Köpfe abschlagen. Ich würde es zu gerne sehen. Ich auch. Bis dahin.